F4, F4 ist Intrige. Er hat verdrängt Tochter. Er hat verdrängt, wie sagt ihr, Wesenheit, Kar-Habsud. F4, das klingt doch wie Effort. Er viert. Er hat die Und Ersäuferin besiegt. Intrige. Besiegt hat Nomidibal. Nomidibal mit Zorn größer als R4. Und R4 hat mit Intrige seinen Platz nach Alvaran. Er mit Dolch von hinten. Das kenne ich. Passt auf, was ihr sagt. Oder ihr würdet euch den da unten finden, weil die sagen ähnliche Sachen. Kader absolut böse. Aber Nominibal besiegt. Zurückgeworfen. Sie lange Zeit Herrin von Wasser. Und dann F4 Platz eingenommen. Nun, Effert herrscht jetzt über die See. Was also ist mit eurem Numini-Baal? Das ist nicht unser Tempel, das Tempel von alten Sumur. Sie ist schon lange tot, vor vielen tausend Mondjahren. Verstehe. Wir haben nichts gebaut, wir haben nur gezogen Mauer. Wir beschützen Chalvin. Ich frage So, und jetzt nicht, jetzt? zu wem ihr betet, aber ihr wolltet uns zeigen, wo dieses Ritual stattfindet. Ihr müsst nicht gehen in den Tempel. Ihr seht dort hinten Mauer, dort runter. Mauer hoch, sicherlich 200 Schritt runter. Dort unten Käfer. Das bedeutet, wir können diese Klippe und den Tempel auf den Käfer fallen lassen. Nein, nicht gut. Mauerdurchbruch klein, nicht Mauerbruch größer. Das ist ein Schutzschild. Es gedauert hat viele tausend Jahre. Viele Risso, viele Bjarga vor uns. Also, was ihr meint, ist, wenn wir jetzt noch ein größeres Loch da rein machen, bekommt ihr das nicht wieder repariert? Zeit von Umbruch. Da ruhen Paligaren. Böse und schickt mehr. Spalt muss klein bleiben. Spalt muss verschlossen sein. Wir können benutzen Muschel. Sie deutet dabei auf den Nominibal-Tempel. Ihr wollt mit dem Tempel das Loch verschließen. Möglichkeit, aber dann sie immer noch drin. Dann sie immer noch stehlen Tränen. Ja, dann machen wir es halt danach. Ja, aber dann müssen wir jetzt trotzdem da runter und die Dämonenarche töten. Während Oder nicht? ihr euch unterhaltet und davor steht, könnt ihr wohl bemerken, wie ihr immer noch das Wasser atmen könnt. Aber euch scheint, die Vokabeln scheinen euch aus dem Mund zu fließen und es ist immer mehr noch ein Blubbern und Sprudeln. Und dann ist die Gabe des Hoftages verschwunden. Ja, und also bedeutet das, dass wir den Tempel am Ende brauchen. Naja, gut. Die anderen machen den Mund auf und wollen die wohl antworten. Ich wechsle auf Attack. Baltax, sag hier, sie soll den Zauber wirken. Wärt ihr wohl so freundlich und würdet ihnen Gabe der Beredsamkeit erneut schenken? Das kann ich machen, aber das ist Veränderung. Gut. Alles klar. Ich grinse den anderen zu, nicke und deute den Daumen hoch und nicke nochmal. Was? Die Biaga Schwarzwasser schwimmt an Zulamin heran und legt ihre Hände immer noch mit Schwimmflossen versehen an deinen Hals. Zulamin runzelt die Stirn, aber weicht nicht zurück.
Würfeln wir da ein W20. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Die ist nicht so wahnsinnig hoch. Die liegt bei 8. Mhm. Okay. Kann ich das chippen? Kannst das chippen, ja. 20 ist nie gut. Oh ja, das ist ja sehr viel besser. Ja, aber das reicht. Das ist zumindest keine 20. Okay. Du bekommst Kiemen und die Lungenatmung. Sprich, du brauchst den Zaubertrank nicht. Du bekommst Schwimmhäute und den Nachteil Stigma. Die Biaga nickt zufrieden und schwimmt zu Abelmir. Zulamin fährt zurück und tastet nach den Kiemen, betrachtet fassungslos ihre Finger. Ja, du bekommst doch voll Panik. Immerhin, also bisher hast du noch nie durch deinen Hals geatmet. Jetzt ist da irgendeine Öffnung, die da nicht hingehört. Ich mirakel dann schon mal einmal, ja? Ja, aber du siehst, dass Zulamin total in Panik verfällt. Ja, also die Kiemen schnappen und ja. Ich beobachte sie erstmal genau, ob sie erschadet irgendwann. Zulamin, alles gut? Zulamin antwortet erst nicht, weil sie noch zu sehr mit sich beschäftigt ist. Keine Ahnung, was hat sie gemacht? Höre ich sie? Auf Ressort. Ja. Sie hat dir die Gabe der Beredsamkeit geschenkt. Aha. Kannst jetzt mit mir reden. Ja. Ich habe Kiemen, Boltax. Ja, vorübergehend. Das will ich hoffen. Ich auch. Ja, weil ich sehe, dass sie ihr nicht offensichtlich nicht schadet. Und ich warte auf eine neue Erfahrung. Ja, 1W20. Zeit für den Panzer. Auch du bekommst den, was heißt Vorteil? Du bekommst Kiemen. Du hast keine Lungenatmung zurzeit. Und dir wachsen Schwimmhäute zusätzlich mit dem Nachteil Stigma. Interessant. Ich fahre mal so durchs Wasser mit den Häuten. Oh, Abelmir. Wir ändern uns den Zauber. Ah, ich kann euch auch verstehen. Wunderbar. Ah. Ich muss sie unbedingt dazu fragen, wie sie das gemacht hat. Ja, Alan bekommt eine kleine Hassader auf der Stirn. Ja, und wenn die Bakterin oder was auch immer sie ist da vorne glaubt, dass sie mich verzaubern könnte, dann ist sie schief gewickelt. Ja, mit ihm reden. Ja, steckt gerade zum dritten Mal irgendwie die Bande Sonnenscheibe vor sich hin. Ja, ich hab ja Attack. Also. Zeig auf die Frau, zeig auf mich. Und schief gewickelt. Zeig dann ein Nein. Ja, dann signalisiert Ja zurück. Also Ja im Sinne von Zustimmung. Gut. Ja, die Biaga schwimmt auf Diamantis zu. Ja, Diamantis schüttelt den Kopf, hält verteidigend die Hände vor sich, als sie ihm irgendwelche Hände auflegen will, dass er die auch wieder wegdrückt. Dann schwimmt sie weiter zu Saphira. Saphira würde zuerst Boltax und dann vielleicht auch ihr fragende Gedankenbilder mit unsicheren Gefühlen schicken und nachfragen wollen, was das ist. Ja, du siehst dich selber, wie du durch das Wasser schwimmst, einen Zug, und du kannst viele, viele Meter durchs Wasser machen und bist nie wieder von dem Wasser geschädigt. Du kannst Salzwasser atmen, Süßwasser vielleicht auch, also sie kennen auf alle Fälle nur Salzwasser. Du kannst durchs Wasser schwimmen und fühlst dich pudelwohl. Das ist das Bild, was sie dir zurückschickt. Also sehr positive Gefühle. Genau. Dann würde Saphira gerne verzaubert werden. Aviander lehnt ab. Marix Fuchsecker hingegen würde die Gabe nehmen und lässt sich dann ebenso verzaubern. Der Blick von Abelmir geht suchend in Richtung des Himmels, beziehungsweise der Oberfläche. Alles, was irgendwie über euch ist, neben euch, unter euch. Der Manta-Rochen ist verschwunden. Wo Pantigan selber ist, die Zauberin, wisst ihr nicht. Vermutlich macht sie sich nützlich. Wo ist diese verdammte Zauberin hin?
Ja, du merkst, dass Rafim dich nur fragend anschaut, weil er nicht versteht, was du sagst. Ich probiere mal Attack auf mit den Fischflossen. Also du hast Schwimmen heute, genau. Schwimmen heute, wie auch immer. Also war trotzdem etwas schwieriger wahrscheinlich. Ja, würfel mal Attack. 3 Punkte wären schon gut. Ja, gar kein Problem. Verstehst du mich immer noch? Ja, du wahnsinnig. Eine neue Erfahrung. Wo ist die Paligan? Die Zauberin. Du merkst, Rafim zuckt mit den Schultern. Vermutlich. Ben. Vielleicht. Weg. Nicht hilfreich. Vermutlich ist sie auf Kundschaft. Ich würde mal um mich herum zeigen. Aber nicht wahnsinnig. Neue Erfahrung. Daumen hoch. Ja, Nüvel Schwarzwasser derweil ist fertig. Ist ein bisschen erschöpft, könnt ihr auf alle Fälle sehen. Meine Kraft ist erschöpft. Ich nehme meinen Aal und gehe zum Haus der 7 Pforten. Da könnt ihr mich erreichen. Sie zeigt mit dem Finger auf eine Stele, auf eine Säule, irgendwie nördlich von der Arena. Unweit von eurem Tempel von Nominibal und mit wenigen Zügen und schnellen Flossenschlägen ist sie weg. Ob ihr Aal wohl das vertraute Tier von ihr ist? Wir haben schon schlimm ausgesehen. Erinnere ich an die gute Lachshexe? Ja, Lachs und Aal nehmen sich ja so viel dann auch nicht mehr. Komisch? Naja. Wir ich erinnere daran, dass die trennt. Ja, genau. Ach, eine interessante Form, aber wir sind viel schneller als ihr. Hey. Ich würde mal Jalan und mich so hindrehen, dass wir den anderen den Rücken zudrehen. Wir sie vielleicht müssen töten. Wir werden verrückt. Warten wir es ab. Wir brauchen sie. Vorsichtig. Dann will ich mich den anderen wieder anschließen. Achso, ich bin im Übrigen als einziger von denen, die unter Wasser sprechen können, nicht verzaubert, weil ja, das richtig. Keinen Sinn gemacht hat. Wir müssen... Oh, ich glaube, für Ritual gibt es kein Wort, aber für Zauber vermutlich. Den Zauberplatz finden. Ich will kein Wort in Attacke, nicht in Ritual. Also ich, ja, genau. Wir müssen aufhalten. Gut. Dann müssen wir tauchen. Also, was ist jetzt der Plan, Abemir? Nun, wir tauchen herunter und vernichten die Kultisten. Ich verstehe, also wir haben keinen Plan. Nun, wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir zerstören jetzt die Arche oder die Kultisten-Lagerplatz. Und schön das Ritual. Siehst du das auf Attack oder sprichst du nur auf Ritual? Das Ritual. Okay. Eindeutig ja wohl das Ritual. Egal, was Saphira sagt, ich kann sie nicht verstehen, aber ich signalisiere an ihr vorbei, nein. Attack nochmal. Ritual oder Archer? Ablenkung, Fragezeichen. Nein. Ausrufezeichen. Saphira würde Boltax ein Bild senden von fuchtelnden Händen und ganz viel Unverständnis und so ein bisschen aufkochender Wut, dass immer an ihr vorbeigeredet wird. Saphira, also, es geht grundsätzlich darum, ob wir das Ritual oder das andere zuerst machen. Jalan hat deinem Einspruch widersprochen und im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, dass wir den Tempel nicht auf die Arche werfen dürfen, weil das zu viel Schaden macht. Dann kommt von ja wieder andere Ablenkungen, Fragezeichen. Du hast das nicht mitbekommen. Ich weiß, aber du hast gerade eben auf ihn Nein geantwortet und er weiß ja nicht, dass ihr irgendwie gerade Gedankenbilder schmeißt. Ach so. Rafim zeigt auch nochmal Ablenkung, Fragezeichen. Wie? Ich zucke mit den Schultern. Magie? Sonst schleichen rein. Oh, Abemir, ich habe eine gute Idee.
wenn wir hier unten angekommen sind und noch nicht entdeckt worden sind, dann kann ich den Malmstrom, also diesen Malmkreis im Erz, auch auf dem Boden, auf dem Meeresboden beschwören. Und wenn er sich so dreht, dann zieht er ja auch alles Wasser mit sich und ja, auch die Kultisten, und die geraten da rein. Das wird ihnen nicht gut gefallen. Bilden dich dann Spalte und Risse? Ja, gut möglich. Nun ja, um Wasser hineinzuziehen, müsste sich ja Wasser hineingezogen werden, versteht ihr? Ja. Wenn sich nur die Erde bewegt, dann passiert doch nicht viel. Naja, außer sie haben Sachen auf der Erde. Es ist eine Verwerfung der Erde, quasi. Ach, naja. Ich wäre immer noch dafür, zuerst die Kultisten zu töten und dann uns um die Eiche zu kümmern. Ich dachte, sag doch, ihr so macht auf. Euch, Abelmir. Ihr macht euch. Ja. Danke. Philamin. Ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir uns erst ein Bild von der Lage verschaffen. Ich sehe noch kein bisschen weiter als vorhin, als wir in diesem Praios, Sinde, Heiligtum oder was auch immer waren. Ihr habt recht. Lass uns weitergehen. Gehen nur hinunter. Ich signalisiere den stummen Auskundschaften. Zustimmung. Zustimmung. So könnt ihr durch den Durchbruch schwimmen. Er ist groß genug. Vielleicht nicht groß genug für eine Arche, sonst hätte der verwesende Rand so sicherlich nicht stattgefunden, aber 30 Schritt werdet ihr wohl hindurchtauchen können. Ihr könnt durch die Korallenhaut tauchen und seht auf der anderen Seite dann gewaltige Stützstrukturen, die 200 Meter tief in den Erdboden verankert sind. Streben Flechten aus Pflanzen, aus Tieren, aus dem Zeitalter, Jahrtausende, aus Haut, aus Schuppen, aus Panzerung, wurde teilweise sogar Stein. Ihr könnt Krebse erkennen, Seeigel, die überall hängen, einige Seepferdchen, die wohl mittlerweile aber tot im Wasser treiben, und auch einige Delfine, die zerbissen irgendwo noch dort treiben. Das Schlagen des Herzens wird lauter und lauter, hat euch die ganze Zeit wohl schon begleitet, und wenn ihr euch dann an den Stützstrukturen nach unten bewegt, taucht, die Sicht wird euch versperrt, könnt ihr nicht genau erkennen, wie groß, wie gewaltig diese Höhle, diese Kaverne ist, die hier künstlich von den Biaga vor Jahrtausenden gezaubert worden ist, aber ein Licht, was euch nach unten leitet. Es schimmert doch und ist tatsächlich ziemlich hell. Immer mal wieder einige Fetzen, und dann riecht ihr es im Wasser. Sowieso der Geruch, die Sinneseindrücke, die ihr hier unten wahrnehmt, auch wenn ihr unter Alchemiker oder Verzauberung steht, war sehr schwach. Aber jetzt könnt ihr es im Wasser riechen, im Salzwasser riechen. Blut und Verwesung. Und dann, als ihr einen weiteren Spalt hindurchgeschwommen seid, könnt ihr einen gewaltigen Käfer erkennen. Einen Hirschhornkäfer. Und auf den ersten Blick wird euch klar, selbst wenn ihr eine Dämonenarche noch nicht erblickt hattet, das muss eine Arche sein. Und die Hörner, die eines Hirschhornkäfers. Die Wurzelkaiserin. Und ihr seht, wie sie neben einem großen Altar zum Stehen gebracht worden ist. Sie krabbelt immer nur auf der Oberfläche. Die Beinchen, auch wenn es keine richtige Spinne ist, sondern ja, ein Käfer, zum Stillstand gebracht. Die Maulgrotte ist weit geöffnet und einige Krakonier, die im Inneren wohl stehen, patrouillieren. Und große Perlen, die auf dem Altar liegen, leuchten und nach jetzt ins Innere der Arche gebracht werden. Sulamin verbirgt sich hinter einer von diesen Stützstrukturen, um von unten nicht so leicht zu sehen zu sein. Und signalisiert mal zum Rest der Gruppe Beelen mit Geste zu den Perlen.
Jalan, du bekommst Nasenbluten. Merkt man das unter Wasser überhaupt? Ich meine, hier riecht ja sowieso mal. Wir können sowieso nicht. Das riecht sowieso, ja, aber du siehst jetzt, wie ein feiner roter Faden aus deiner Nase steigt. Ich wische mir den weg, schaue mich einen Moment lang nervös um. Wenn aber nicht irgendwie, keine Ahnung, Dämon hinter der nächsten Ecke sitzt, wende ich mich wieder den anderen zu. Wir müssen, antworte ich dann auf Sulamin. Sulamin nickt und deutet auf ihre eigene Nase, macht eine fragende Geste. Schüttel den Kopf. Dann Dämon und frage in Richtung Abelmir. Natürlich ist das eine Arche. Sehen Sie sie nicht? Das schon, aber denkt ihr, sie verursacht Jalans Nasenbluten? Nun, wir hatten in der Vergangenheit schon mit einer Arche zu tun. Vielleicht ist es eine Restwirkung, eine Wechselwirkung. Kann man Gotongi unter Wasser einsetzen? Natürlich. Das sind Dämonen, sie brauchen keine Luft. Nun, dann haben sie eventuell als Wachen postiert. Sulamin sieht sich um. Müßigerweise, denn Gotongi sieht man üblicherweise nicht. Also, ja, greife Abelmir an der Schulter, Kapitän. Wir angreifen, oder was? Wartet. Kurz. Ja, ich würde dann eine Odem rundum Sicht machen. Ist, glaube ich, eine Plus. Also Sichtbereich? Plus 7? Umgebung, plus 7, Umgebung. Achso, Umgebung. Würden wir für Zeit lassen. Ein plus 3. Ja, Sichtbereich, sind das dann nur 7 Meter? Das sind ZFW-Meter. ZFW-Meter, okay. Die Kaverne ist jetzt 200 Meter im Radius. Und ich würde sagen, ihr seid jetzt auf 50 Meter an die Arche heran. Die Arche selber mehr als 60 Schritt groß. Es ging in erster Linie darum, ob hier Gotongis rumschweben. Genau, aber da auch nur die Entfernung ZFW-Schritt. Genau, also in dem Fall 12. Ja, in einem Radius von 12 Metern befinden sich keine Gotongis. Und vermutlich auch sonst nichts Magisches. Die Stützstruktur ist ganz schwach magisch, also ist wohl mit Magie gewirkt worden, aber das ist so ein ASP ganz grob, also nur weil du weißt, dass es irgendwie magisch ist, deswegen kannst du es noch zuordnen. Ansonsten durch die Reststrahlung, da ist kaum mehr was da. Nichts weiter magisches als das, aber mir nicht. Signalisiere keine Gotongis. Deute auf die Stützen schwach magisch. Und danke für den Versuch, Abelmir. Dann wollen wir nach unten? Angriff? Fragezeichen. Boltax würde jetzt wieder ein Bild, was aber viel mehr aus wirklich sehr negativen und wütenden Emotionen besteht, von diesen Attackgesprächen bekommen. Ich glaube, sie fühlt sich nicht ganz mit einbezogen. Also. Das signalisiere ich Jalan, dass ich übersetzen werde. Und dann sage ich das auch nochmal zu unserer Hexe, zu Serafina. Serafina, also, Frage ist, ob wir jetzt angreifen oder nicht. Und vor allem wie. Wir können die Arche sehen, ja? Ja, ihr könnt die Arche sehen, klar. Welche Öffnungen sieht man denn? Ich nehme mal, sie hat ein Maul. Die Maulgrotte, ja. Man sieht nur die Maulgrotte, sonst keine Seiteneingänge, kein Deck, kein gar nichts. Nein, also sie ist schwer gepanzert. Du kannst sehen, dass sie irgendwo hier vorne am vorderen Maulbereich ein Maul hat und ansonsten keine weiteren Ausgänge. Mhm. Ding nennt sich Caput. Danke. Der alte Biologe. Wie Kopf? Ja. Erlan signalisiert. Thorax, Abdomen. Erlan signalisiert. Sekunde, Attack ist schwer. Zu Boltax, oder direkt an Boltax gerichtet. Seite, Loch und Zauber. Fragezeichen. Nehmen wir an, für Frage gibt es ein separates Symbol.